Hallihallo und willkommen zur nächsten Folge des FIFA 15 Karrieremodus mit Werder Bremen. Und ja, ist jetzt ein paar Tage her. Ich hatte ja ein paar Ultimate Team Videos zwischendrin mal wieder. Und weil ich das Wochenende dann auch nicht da war, kam halt kein Video. Und zumindest Karrieremodus. Deswegen müssen wir das Ganze natürlich jetzt nachholen. Und ich hatte zum Glück natürlich was aufgenommen und habe jetzt auch noch aufgenommen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, sind wir in der nächsten Episode und einige von euch wollten, dass ich einen richtigen Stürmer kaufe. Noch zu Danny Ings, weil nicht alle so mega einverstanden waren mit dem. Also sollte ich noch einen richtigen Stürmer dazu kaufen und ich hatte auch selbst noch Lust, einen zu kaufen. Und die Wahl fiel dann für mich auf Kevin Volland. Der spielt zwar hier bei Schalke mittlerweile, 25 Jahre alt, aber wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Volland kann bekanntlich sowohl Sturm als auch Außenbahn spielen. Perfekt für unser System in 3-5-2, würde ich sagen. Ähnlicher Spielertyp dann von Positionenauswahl her wie ein G. Nur, dass ich ein G ja meistens, wenn er noch über die linke Seite kommen lasse, wenn er nicht im Sturm spielt. Und ja, Volland 14,5 Millionen wäre Schalke bereit und da wir ja quasi die Santo für 30 verkauft haben und dafür dann Ings und Volland zusammenholen, denke ich mal, haben wir doch einen ganz guten Transfersommer hinter uns dann am Ende. Dann haben wir Ings und Volland für das Geld geholt von die Santo. Und dann haben wir noch einige Ergänzungsspieler für Junuzovic holen können, aber trotzdem ja dieses phänomenal gute Dreier-Mittelfeld in der Zentrale. Ja, wir mussten dann gegen Wolfsburg ran und hatten dicke, dicke Chancen, wie ihr hier seht. Und Wolfsburg konnte nach vorne nichts ausrichten, also ging wirklich nichts bei denen nach vorne. Dann als aber endgültig in der 73. Minute der eingewechselte Deli, der sich hier klasse durchsetzt, den Pass auf den durchgestarteten Selke spielt und der mit einem phänomenal guten Abschluss mit seinem linken Fuß, der Top-Torjäger der letzten Saison. Also auch in dieser Saison wieder auf Kurs. 1-0 gewinnen wir also beim VfL, ein gutes Ergebnis, vor allem weil Wolfsburg, wie gesagt, nichts, ich wiederhole, nichts nach vorne zustande bekommen hat, was es natürlich einfach macht, diese Partie am Ende mit einem Tor zu gewinnen. Also, verpflichten tun wir jetzt erstmal Kevin Volland, das heißt, unsere Sturmspitze ist zurzeit wirklich sehr, sehr gut besetzt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben jetzt Selke, wir haben jetzt Lorenzen, der jetzt nicht mehr da ist, der wird jetzt verliehen, da wir halt mehr als überbesetzt sind jetzt im Sturm. Also nicht überbesetzt, sondern wir müssen ja auch bedenken, dass wir, ja, drei Wettbewerbe auf einmal zurzeit spielen. Wir spielen Champions League, wir spielen Pokal und wir spielen Liga. Und das wollen wir alles drei relativ erfolgreich gestalten und da brauchen wir natürlich mal ein paar Abwechslungen als nur immer die ein, zwei Spieler, die ich pro Position hatte. Und das haben wir jetzt zurzeit im Sturm auf jeden Fall mal erreicht. Wir haben jetzt vorne im Sturm also Selke und Volland sind für mich zurzeit die Startstürmer. Dann auf der Bank haben wir noch Ings und ein G. Oder zumindest dann haben wir vier wirklich nicht unbedingt ganz gleich starke Stürmer. Da sind wahrscheinlich Volland und Selke sind noch ein Stück über Ings und G, für mich jetzt persönlich zumindest. Aber wirklich vier sehr starke Stürmer. Auf den Außenbahnen haben wir Baba und Deli zurzeit. Dazu haben wir noch Hofmann, Hajrovic als Ersatzflügelspieler. In der Mitte haben wir natürlich Leitner, Ucan und Johannes Geis. Und auch da haben wir mit einigen Spielern wie Adrian oder alle meine Spieler auswendig fallen mir jetzt nicht ein. Aber auf jeden Fall haben wir auf den meisten Positionen doch mehr als genug Alternativen. Und ich glaube, so mit dem Kader, den wir jetzt also uns im Sommer zusammengekauft haben, während Baba erstmal seinen Vertrag verweigert, das heißt, er will mehr Geld. Aber da ihr wisst, wie viel ich von Baba halte, ja, war ich auch zufrieden, damit ihm noch ein bisschen mehr Geld zu geben. Und von daher kann ich nur sagen, dass wir tatsächlich einen sehr ordentlichen Kader jetzt haben. Obwohl wir unsere zwei größten Stützen der ersten Saisons verkauft haben, haben wir es also tatsächlich geschafft, einen guten Kader bereitzustellen für diese Saison. Wir mussten dann ran, erste Champions League Partie bei Manchester City, erste Chance, Geiss an die Latte. Das wäre natürlich ein perfekter Start in unsere Champions League Saison hier geworden.
Und ja, es ging auch weiter gut weiter. Selke mit der Chance, Neuer im Tor pariert. Japp, Neuer spielt bei uns hier bei Manchester City und nicht mehr bei den Bayern. Das ist in der Liga für uns natürlich ganz gut, in der Champions League jetzt weniger. Aber ihr seht, auch hier waren wir am Anfang dominierend. Volland hat die nächste dicke Chance und dann warte ich ein bisschen zu lange und Neuer ist wieder rechtzeitig unten. Stattdessen erste Chance City und die hat das in sich. Negredo, aber Wiedwald passt auf und so bleibt es beim 0:0. Aber dann diese Situation. Irgendeine Flanke, die überhaupt nicht gefährlich aussieht, aber hinten verliert Caldirola das Kopfball gegen Negredo. In der Mitte ist David Silva und es steht 1:0. Ein bisschen aus dem Nichts, denn wir hatten die besseren Chancen und mussten jetzt natürlich ein bisschen mehr nach vorne tun. Adrian eingewechselt, scheitert wieder an Neuer, der wirklich sehr, sehr stark war in dieser Partie, aber in welcher Partie ist er das nicht? Nächste Chance nochmal für Volland, setzt hier perfekt durch, Volland, Pfosten, es sollte einfach nicht sein. Letzte Chance dann der Partie, nochmal Baba über Außen. Der gleich einen klasse Pass spielt, wieder auf Volland. Volland, einmal Volland, zweimal. Der sieht dann den freistehenden Caldirola, aber auch der scheitert letztlich an Neuer. Ja, so verlieren wir leider 1:0 unsere erste Champions League Partie. Aber gut, gegen City, bei City vor allem, ist das natürlich erlaubt, auch wenn das nicht sonderlich verdient war. Und wir haben noch eigentlich genug Zeit, um uns dieses Mal für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Letztes Jahr sind wir ja leider Gottes ausgeschieden in die Euroleague gekommen. Dieses Jahr wollen wir es besser machen und uns direkt für die nächste Runde der Champions League qualifizieren. Ja, wir gewinnen dann noch 1:0 bei der Hertha, was natürlich ein schönes Ergebnis ist. Baba entscheidet sich zu verlängern, so wie ich es vorausgesagt hatte, mehr Geld bekommt, damit kann ich natürlich auch leben. Dann gibt es noch ein 3:1 zu Hause gegen Hannover und damit sind wir am Ende angelangt für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, bewerten bitte nicht vergessen und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder frisch und munter und wir sind zurzeit Erster. Läuft, läuft, läuft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.